Hallo ihr Lieblinge, Nummer 16 ist am Start und wir drehen ganz kurz mal noch eine Runde hier auf der Insel, weil mich mal interessieren würde, inwiefern ich die ganze Sache jetzt upgraden kann. Das ist das Dorf, das wir gerade übernommen haben. Und Taverne, schalten Sie statt, indem Sie die Schläger verprügeln. Jedem Dorf in jedem gibt es eine Taverne. In Taverne können Sie Besatzungsmitglieder anheuern. Okay. Also jetzt nicht so wichtig, aber besser wie nicht zu haben. Davon ist noch ein Gemischtwarenhändler und eine Assassinenmission. Inwiefern das mit den, was das mit den Assassinenmissionen auf sich hat, schauen wir uns jetzt erstmal an. Oh, ich muss die Assassine, ich muss die Taube fangen. Oh. Super. So brauche ich das nicht zu probieren. So brauche ich das nicht zu probieren. Ich weiß nicht genau, wo die Schläger sind, die ich hier töten sollte damit. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, ich weiß, dass das Shanty Blood weg ist. Morrigan-Verbesserung. Nee, komm, scheiß drauf. Erst was fürs Auge. Nein, immer noch nicht. Schade. Das Geld dafür hätte ich gehabt, aber ich habe nicht genug Tuch. Nein, dann nicht. Was ist hiermit? Ich könnte die schweren Kugeln upgraden. Yes, haben wir uns gekauft. So, was gibt's noch? Stärke der Rundkugeln. Dafür habe ich nicht genug Eisen. Stauraum, Frachtraum. Ich könnte meinen Frachtraum noch vergrößern. Ach, je früher man das hat, desto weniger wird man es im Endeffekt bereuen. Jetzt werde ich nämlich nie auf den Punkt kommen, dass ich nicht genug mitnehmen kann. Aber ich darf auch hier anscheinend nichts upgraden. Keine Häuser, kein gar nichts. Also, wofür der Stein? Ich kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das denke ich eine ganz normale Breitseite, die schweren Kugeln. Vielen Dank für euer Vertrauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So. Also machen wir lieber Story weiter. Weil das hier mich nur abfuckt. Lebende Kriegsgefangene. Okay, wo ist das denn? Nebenaktivität. Okay. Das ist eine Nebenaktivität, aber. Nee, eigentlich keine Lust. Erstmal anschauen, wo wir hin müssen. Ach ja, wir müssen den Seeraum wechseln. Deswegen. Hier gibt's Treibgut, genau. Weil eigentlich hatte ich auch keinen Bock mehr jetzt mit irgendwelchen anderen Booten den Kopf anzuschlagen, weil die mir auch einfach momentan noch nicht genug Beute bringen. Allerdings wurde im Ladebildschirm immer angezeigt, dass in den nördlichen Meeren größere Schiffe rumfahren. Das heißt, ich werde irgendwann an den Punkt kommen, dass ich einfach ganz große Kreuzer abfarme und dann sollte damit auch natürlich die Lootzahl hochgehen. Mit sowas freue ich mich nicht zu schlagen. Das ist wahrscheinlich eh eine Salve, das Boot, und dann ist das direkt weg. Was ist jetzt? Bin ich irgendwo dagegen gefahren? Naja. Komisch fand ich jetzt auch, dass ich nicht gesehen habe, welche Schläger ich dort verprügeln musste, um die Taverne freizuschalten. Es hat mir nur gesagt, dass ich Schläger verprügeln muss, aber was ist das? Kennt man noch nicht. Eigentlich will ich gerade mal noch ganz kurz was ausprobieren. Hier, Mart, geh ans Dings. Ich muss kurz in meine Kajüte verschwinden. Ich brauche 15 Minuten. Nein, ich möchte handeln. Zur Flotte. Denn man hat ja gerade eben angezeigt bekommen, dass die Boats fertig wären. Und so langsam. Ah, ein Sammelobjekt. So, Barbados. Ich denke, wir kennen das eher unter Barbados. Also ich zumindest. Gut, das schaffst du alleine. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß bei der Schlacht. Bestätigen. Das Kanonenboot ist gefallen. Bisschen Geld, bisschen Leben. Kann ich meine Flotte? Alle Schiffe im Dock. Ja, dann habe ich mir nämlich das Klicken gespart. So, Missionen. Jetzt kann ich euch. Nein, ich kann euch nach Barbados schicken. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die größeren Schiffe zu nehmen.
Das ist mir nicht klar, ob das Sinn macht. Schlacht beginnen. Komm, Victoria, Schlacht überspringen, bestätigen. Oh, nicht mal Schaden hast du gefangen, sehr gut. Gut, ich habe mich gerade dazu entschlossen, es macht keinen Sinn, das hier in meinem Video zu machen. Das mache ich immer mal so zwischendurch, weil man hat irgendwas davon, wenn man es oft genug macht. Und das werde ich euch dann zeigen, was man wirklich davon hat. Aber das hier jetzt zu zeigen, sehe ich eigentlich keinen Grund drin. Nee, es ist an sich egal, was man schickt. Hier, das Boot ist ein bisschen schneller. So, deswegen fahren wir lieber weiter Boot. Hey, ach, ich hänge immer an meinem ersten Mal, der ist so sexy, da kann ich gar nichts für. So, aber ich habe das Gefühl, dass sich unser Ruder verändert hat. Das würde sich dadurch erklären, dass ich mir das Upgrade im Uplay-Shop gekauft habe. Was das aber nicht erklärt ist, warum kann ich die Pistole oder die Montur noch nicht anziehen, obwohl auch die gekauft sind. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber da vorne kommen ein paar Vögel. Und eigentlich sollte jetzt hier so langsam der TP-Punkt kommen, wo die Hauptmission uns hinschickt. Also, ein bisschen gerade aushalten, ein bisschen Chanti zuhören und kurz warten. Es geht nach River Valley. Dann kommen wir mal dem Colonel zu Hilfe. Und schauen uns mal an, in was wir uns da einmischen müssen. Halten Sie mittlere Maustaste, um die Information zum... Ach! Das habe ich mich gerade eben noch gefragt. Herstellungsmenü. Da stand Tab. Ich habe Tab gedrückt, aber Tab war es nicht. Kurz Karte. Vielleicht, wenn ich nicht... Naja, das lohnt sich nicht. Ne, da bin ich am schnellsten, wenn ich jetzt einfach direkt fahre. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, mit dem Herstellungsmenü. Das kann ich wahrscheinlich nur benutzen, wenn ich wirklich... Wow. Wenn ich wirklich an Land bin, dann kann ich wahrscheinlich mit dem Tabulator das öffnen. So. So, jetzt dauert es ein bisschen, weil das ein kleines Stück ist, bis nach... Ja, keine Ahnung, vor Kick-Ass, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es nennt. Ich muss schon wieder schauen, welche Richtung ich fahren muss. Das habe ich nämlich mir nicht genau angeguckt. Ich muss mich links von dieser Insel halten. Eigentlich könnte ich mir nicht wirklich viel Metall anbauen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen ärgert. Der Schoner hätte mehr Ressourcen wie die Prick und das ist irgendwie gay. Ich darf nicht beschleunigen, warum nicht? Eigentlich würde mich ja noch interessieren, was das da jetzt ist. Ein Nachschublager. Naja. Alles Nebenaktivitäten, hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Gönnen wir uns vielleicht irgendwann mal später. Aber das läuft mir nicht weg, ehrlich gesagt. Da ist ein Boot direkt hinter mir her. Treibgut wartet auf Aufnahme, Sir. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, denn das wären verschenkte Ressourcen sonst. Wieder vor mir noch mehr davon. Und es ist gerade langweilig hier. Ja, das ging schnell. Festhalten? Ist doch nichts passiert. Ich habe das Boot schneller zerstört, als ich es hätte können jemals sehen. Quasi. So schnell ging das. Und daher, dass ich das getötet hat, wurde das Gebiet direkt zum Sperrgebiet. Aber das macht mir nichts. Denn ich bin auch schon wieder quasi raus. Ich bin jetzt auch gleich bei dem Fort, wo wir den Colonel wieder treffen. So dass es jetzt endlich mit der Story weitergeht. Klippe voraus, auf rein! Im Druck vom Baum! Anker ahoi! So, eine Aktivität, ein Aussichtspunkt, drei Sammelobjekte, zwei Truhen. So, oh, ein Schnellreiseziel freigeschaltet. Was ist das? Schiff Ruhlen. Was macht das? Hä? Ach.
Das ist quasi der Ersatz zu dem Boot, das mich, also zu dem Beiboot, das mich direkt auf mein Boot schickt. Cool. Okay, das musste ich nur mal wissen. Ich musste ja Feuer mal ausprobieren. War mir nicht so präsent. Das Leuchtfeuer. Gut, aber Mr. Monroe, was macht ihr auf einer solch abgelegenen Insel? Ich bin auf jeden Fall da, lieber. Shay. Ein gern gesehener Gast. Jack? Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki Fort Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Oh oh. Wartet hier, falls Johnson kommt, ich schütze den Colonel. Danke. Gut. Vielleicht kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Also, heißt das jetzt, wir müssen ein paar Indianer hauen? Komme ich zu spät? Wow, direkt im Sperrgebiet. Wow. Naja, wenn er tot ist, gibt's auch keine Schuld mehr zu begleichen. So, hier lang. Dort vorne gibt's einen Aussichtspunkt. Weiter. Wow! Ich dachte, wir würden uns mit Indianern kloppen, aber hier kommt ein Assassiner aus dem Dings gesprungen. Als Schleicher. So. Das ist der Vorteil, wenn man seinen Finger direkt auf der E-Taste drücken hat. Dann braucht man nämlich nur im richtigen Moment zu drücken und gut ist. Oh, das werdet ihr ja wohl schaffen. Ich bin da. Tod unseren Feinden. Sehr gut, Männer. Das ist der letzte. Hallo, Monroe. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Soll ich vorlaufen? Ja, okay. Dann kommt. Ja, ich dachte... Fragen, was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschwetter. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Nur um in eine Falle zu tappen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein, sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft, nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr habt mein Leben gerettet. Ach. Gabt mir eine zweite Chance. Wie nervig. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen. In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Mensch. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Okay. Oh, ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Du lebst? Angriff! Das ist der... Wie heißt er denn? Das ist der Indianer. Der am Anfang uns... mit Hope und Liam unterrichtet hat. Ich schalte so viele wie möglich aus. Kam schon. Ich muss unbedingt schauen, dass dieser Monroe am Leben bleibt. Ich bin selbst sehr lowlife. So.
Nächsten ausgeschaltet. So, komm, und du. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also gut, wir werden langsam voranschreiten. So. Kesogi Wasi. Ne? Ist es rechts rüber? Okay, mir war das nicht so bewusst, dass hier die weißen Steine greifbar sind. Aber das ist ja schon mal ganz gut, das merkt man uns einfach fürs nächste Mal. Alles, was weiß ist, ist ersteigbar quasi, erklimmbar. Huiuiuiuiui. Das dort klingt nach einer schweren Aufgabe, sich hier nicht zu erwischen. Erwischen zu lassen quasi. Denn hier ist viel unterwegs. N2 direkt vor mir. Einen haben wir. Ja. Die Steine sind nicht weiß. Nein, so weit geht der Granatwerfer nicht. Also gönnen wir uns erstmal hier den. Der quasi am allernächsten stand. Schaut in meine Richtung, das wäre nicht so schön. Anderen Seite? Warum nicht? Gnädig. Keine Schüsse mehr, gar nichts. Schon noch ein paar Rauchbomben. Uiuiuiui. Zwei Schlafpfeile. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Ah, auf jeden Fall weniger Schaden gekostet wahrscheinlich, weil wir auf das Wasser gesprungen sind. Das ist nicht so schön, also wählen wir lieber den Weg hier lang. Denn dort habe ich den Baum gesehen, über den ich einfach wahrscheinlich hochklettern kann. Hier denn? So sah der nämlich aus. Gut, ich habe mich natürlich entdecken lassen, das gibt leider dann die Bonusprozent nicht. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ach, nerv mich nicht. Dankeschön. Kann ich seine Waffe aufnehmen? So, zwei Stück noch. Schönes Slow-Motion-Video. Ich warte einfach kurz hier, denn dann regeneriere ich vielleicht noch ein bisschen Leben. Wow. Viel zu krass. Das war knapper wie erhofft eigentlich. So, auch diese Waffe nenne ich noch mit. Hallo. Schnell. Kesegowase lässt nicht locker. Kesegowase. Ihr kennt den Mann, Master Cormac. Ei, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Ein Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr-Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. Ich würde gerne die Waffe mitnehmen. Wenn ich... Ja, okay, mit der Waffe kann ich wirklich nichts mehr anfangen.
Ach, kommt schon. Ihr seid so langsam. Mensch, das nervt. Das nervt. Was sind schon noch Knallkörperpfeile? Ja, das hilft mir aber nichts. Das ist nur für Schleicher. Zwei Schuss in der Pistole. Rauchbomben helfen mir in der Kombination mit den ganzen Leuten hier auch nicht. Wobei, das ist noch... Eine Falle, stimmt's? In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl. Die Franzosen haben wir überlebt. Das schaffen wir auch. Ich gehe oben rum. Das ist nämlich irgendwie logisch, dass sie von oben angreifen. Warum sollten sie auch nicht? Einen sind wir schon mal los. Auch du bist weg. So, Munition plündern. Wo ist das Animus-Fragment, in dem ich quasi schon stehe? Das Schiff erreichen innerhalb von 20 Sekunden. Ist das jetzt euer Ernst? Kommt, folgt mir. Das ist schlecht. Komm schon. Schafft das nicht. Das werde ich nicht schaffen. Vor allem, weil hier noch so ein Kerl war. Oh oh. Ja, toll. Warum lassen die Achmonro als letztes gehen? Aber okay. Ist legitim. Ist legitim. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Also nochmal die ganze Nummer. Vor allem waren das nur drei Gegner. Eigentlich easy. So. Vor allem, der Vorteil ist, dass ich jetzt das Fragment nicht mehr sammeln muss. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier den töten. So, und jetzt gehe ich direkt hier hin und springe runter. Weil dann packe ich auf jeden Fall das Timing zum Schiff. Ach ja. So, jetzt aber. Den 20 Sekunden schaffe ich es. Komm, Monroe. Geh, geh. Nicht auf mich warten. Oh, wie knapp ich das verpasst dann gerade eben. Ihr hört den Captain, Leute. Hauen wir von hier ab. Bewegung, Bewegung. Sehr gut. Scheiße, er lebt noch. Damn, der Indianer hätte müssen sterben. Das wäre besser gewesen. Ihr habt mich gerettet, Master Cormac. Und ihr mich, Colonel. Es gibt viel zu bereden. Doch ich muss zu meinen Soldaten. Sir, ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Wie macht ihr das? Ihr habt kein Boot, gar nichts. Naja. Kein Missionsziel geschafft. Naja. Fortsetzen. Was soll ich sagen? Es war halt nicht machbar für mich. 1 Kilometer. 25% Gesamtfortschritt haben wir. Eigentlich schon. Das ist fix. Und wenn wir gerade schon mal hier sind, dann gehe ich noch ganz kurz das Lager abräumen, weil das ist jetzt direkt vor meiner Haustür. Also es wäre wirklich Verschwendung, dort jetzt nicht hinzugehen. Und eigentlich würde mich auch interessieren, was da rechts die Höhle ist. Ach, so viele Sachen. So viele Kleinigkeiten, die es hier zu tun gibt. Von denen man auch eigentlich immer so ein bisschen was hat, auf jeden Fall. Fahren geradewegs auf Lauf. Auf rein! Auf rein! Ja. So. Jetzt. Na doch, die Zeichen kommen wieder in Reichweite. Es ist ein Templerkreis mit Schleifenbündel? Was ist das? Oh. Nein, ich will nicht schießen. Interagieren. Ein Brief, okay. Zu nett. Wie lange ich doch schon stand. Viel zu gut, viel zu gut. Ja. Rauchbomben sind voll. Mehr habe ich noch nicht. Ach, damn it. Warum bin ich nicht gesprungen? So wichtig war mir eigentlich hier das Treibgut nicht. Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Ja, hier an den weißen Stein. Und los. So. Die Truhe gilt es zu plündern.
da ist das Boot, mit dem ich wieder zurückkomme. Aber zunächst gilt es, diesen zu töten. Ich habe wieder ein bisschen was. Ein Schlafpfeil, zwei Berserker, vier Knallkörper. Ist unter euch ein großer Kerl? Wenn ich den treffen würde. Das wäre noch viel besseres Berserker-Ziel gewesen. So, die Truhe zu plündern. Da ist sie. Also gehen wir hier hin. Springen da runter in den Busch. Ich dachte, das funktioniert ein bisschen. So, und da ist jetzt mega der Loot drin. So, ihr Lieben. Aber ich glaube, wir haben unser Soll für heute getan. Ich bereinige noch ganz kurz die Insel von den letzten beiden, die noch so hier rumlaufen. In der Zeit sage ich euch, bitte ein Kommi dalassen, bitte ein Abo dalassen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin der Max aus dem Saarland und bedanke mich. Ciao.